Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt X4 Foundations, Wiege der Menschheit. Ja, wir haben ja das letzte Mal gestern aufgehört hier und haben jetzt die tolle, ungnädige Aufgabe, die Satelliten zu reparieren. Aber was tun wir nicht alles, um die Menschheit zu retten? Und ja, ich würde sagen, legen wir los, machen wir weiter. Es ist einfach schön, es macht Spaß. Hier steht unsere kleine Rapier. Wie putzig. Obwohl, ja doch, ist schon. Ist schon riesig, das Schiffchen, ne? Naja. So, wir sind immer noch auf der Brücke. Ich, hupsa. Ich würde sagen, ja, wir gehen mal an die Arbeit. Ob wir wollen oder nicht. Sehr, sehr nice. Schon schick gestaltet hier. Das sieht aber fast aus. Das sieht fast so löchrig aus wie Beton. Hm. Ich meine, aber so ein Teil baut man ja nicht aus. Wer weiß, was das für ein Stoff ist. Kann ich da nicht hin? Nee, ich kann nur da hin, ne? Mäh. Aber ja, natürlich doch, wir kommen hier raus. Ich wollte nämlich hier schon noch mal kurz. War darüber? Nein, natürlich nicht. Kann man da nicht weiter rumlaufen. Man kann lediglich hier auf dem Locking-Bereich rumlaufen. Na denn. Huch, Entschuldigung. Rapier. Rapier. So, 84.000 Credits ist ja auch immer noch nicht die Welt, ne? Hui! Danke! War schön! So, 3 Stück, wenn ich es richtig sehe. Satellit. 180. Satellit. 88. Satellit. 34. Autopilot. Ja, dann. Eingeschaltet. Nein. Autopilot. Ausgeschaltet. Ich möchte gerne dahin. Wie kann ich dem denn sagen, dass... Egal. Denken Sie daran, dies ist eine entscheidende Arbeit. Ja, jetzt hast du mich wieder abgelenkt mit deiner Friese. Sie dienen auch als Sensornetz. Mann, wieder voll vorbeigekoffert. Oh Mann. Ja gut, warum soll es hier anders sein als ein Star Citizen? I don't know. Ich fliege eben ein wenig zu schnell. Ich hoffe ja, der Fahrstil ist nicht der Flugstil. Aber es ist es tatsächlich nicht. Meistens. Manchmal. Ab und zu. So, ich düse jetzt mal ein bisschen. Bisschen entspannter hin. Ich bin immer zu ungeduldig. Das ist aber auch der Fall bei den Sicherheitscontainern. So, das Teil haben wir jetzt unter uns. So, dann einer muss die Drecksarbeit ja machen. Papier. Im Zweifel sind es wir. Hi. So. Der ist schon ausgerüstet. Satellit. Ja. Oh, der war ganz schön kaputt. Da wieder ganz. Papier. Deswegen parke ich meistens so darüber, dass ich gar nicht weit raus muss aus der Luke und dann dementsprechend auch direkt wieder rein kann. Aber wie gesagt, selbst wenn ich ein Teleportsystem hätte, ich mache es lieber so. Für mich ist es Satellit. Einfach, natürlich, in Autopilot. Ein Autopilot. Ausgeschaltet. In gewissen Situationen natürlich nutze ich auch das Teleporter-System, ganz klar, keine Frage, aber für mich ist das für die Immersion wichtig, dass ich diese Dinge selbst tue.
Also ich bin wirklich keiner, der später nur die Map offen hat und dirigiert. Das kann ich nicht. Ich fange schon mal 20 Kilometer vorher an zu bremsen. Okay, es war vielleicht doch ein Tick zu früh. Wir brauchen 10 Kilometer. Gut zu wissen. Also ich brauche das halt einfach so für mein Empfinden, Dinge zu tun. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Spielstand hatte ich eine Nemesis, mit der war ich permanent unterwegs und habe irgendwas gemacht. Oder auf längeren Strecken habe ich halt einen Autopilot reingemacht und habe dann entsprechend auf der Karte dirigiert etc. Aber ich... Oh nein, falscher Knopf. Entschuldigung. Entschuldigung, falscher Knopf, Leute. Tut mir leid. So. Aber ich brauche das halt, wie gesagt, schlichtweg. Wo ist er? Da ist er. Gut. So. Dann steh mal auf. Papier. Und meine Ungeduld muss ich noch in den Griff kriegen. Besonders bei Sicherheitscontainern und Co. Das ist echt wichtig. Wo ist denn jetzt der Satellit? Ich blind? Ach da. Oh, diesmal habe ich aber schlecht geparkt, Junge. Na egal. Satellit. Noch ein Stückchen näher ran, sonst funzt es nicht. So. Diesmal habe ich echt schlecht geparkt. Papier. Andockerlaubnis erteilt. Dann düsen wir mal wieder zurück. Uhu. Und jetzt noch der dritte. Dass wir hier nämlich bei der Story auch mal ein bisschen weiterkommen. Eingeschaltet. Kilometer. Der ist ziemlich weit weg. Was haben wir hier unten noch für Stationen? Silikonkarbidmühle. Ach, das ist die Silikonkarbidmühle. Na, also ihr seht ja, wenn ich so unterwegs bin, obwohl sie ist echt, also sie ist echt flott, ne? Kann man nicht anders sagen. Sie ist flott unterwegs. So, hier oben haben wir schon den einen Satellit. Der deckt das eigentlich auch alles schön ab. Raumdock. Schiffswerft. Zum Raumdock würde ich gerne und würde mich mal ein bisschen ausrüsten mit Satelliten und Ressourcensonden. Tatsächlich. Wir können nicht... Ach, Notration. Ich habe Nationalverpackungsanlage gelesen. Oh Mann. Silikonkarbidmühle. Sonnenkraftwerk. Mhm. Okay. Ja, also der Autopilot hat es besser drauf. Los anerkennen. Papier. Auf mal, wir haben diesmal besser geparkt. Oder auch nicht? Doch, okay. Satellit. So, einmal hin. Sie benötigen eine Reparatur. Erledigt. Chef. Chef, ich habe repariert. Sprich mit Dr. Rick Feynman. Okay, das, ja, aber... Oh. Andock-Erlaubnis erteilt. Ich würde auch gerne mal was anderes machen. Buch. Papier. Hä, wie bin ich jetzt hier reingekommen? Manchmal hängt man irgendwie. So, wo soll man denn jetzt wieder hin? Hier irgendwo ins Nichts. Alles klar. Dann, schauen wir nochmal Schadensbegrenzung. Das ist jetzt alles hier drüben wieder, ne?
Ja, aber ich würde gerne auch mal ein bisschen das Geld leider. Sicherheitscontainer. Genau meine Aufgabe. Genau meine Aufgabe. Autopilot Wir machen erstmal diese eingeschaltet. zwei kleinen Missionen, damit wir ein bisschen Kohle kriegen. Ich bin immer so ein bisschen der Typ, der so einer Storyline nicht so auf Teufel komm raus folgt. Ich mache auch gerne mal was anderes nebenher. So, natürlich wird gespeichert. Obwohl, wie gesagt, Erreiche System Zoll. ich habe mich. Was? Zwei Sicherheitscontainer? Zwei ist natürlich. Ne? Mein einer wäre jetzt noch okay, aber zwei? Ich gebe mein Bestes. Wir haben ja gerade erst gespeichert. Ich hoffe, das bleibt so. Das Problem ist halt, dass ich. Leerer Raum. Ich dachte schon, wie weit müssen wir denn jetzt noch? Das Problem ist echt, dass ich sonst. Ja, vergesst zu speichern. Autopilot ausgeschaltet. Wie finde ich die jetzt? Finde ich die jetzt hiermit oder? Tatsache. Damit findet man sie. Unbekanntes Objekt. Dann fliegen wir erstmal zu dem unbekannten Objekt. Ich hoffe, ich schieße nicht wieder drüber hinaus. Alter, die ist aber auch schnell. Die ist schnell auf Speed und ist auch schnell wieder. Also mit der muss ich. Puh. Zu schnell für die alte Frau. Nein, 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 nicht, nicht, nicht. Dagegen fliegen. Alles klar, ist nur alles im grünen Bereich. Dürfen wir das behalten? Ich habe nur einen Schuss, ne? Ja, einer ist gut. Zwei ist in der Regel doof. So. Oh, alles meins. Wir dürfen das doch behalten, oder? Dürfen wir. Was haben wir da gekriegt? Mag ja nicht. Das können wir. Maya Glit können wir verkaufen und Agnostik. Können wir eine Mahlzeit draus basteln. Na, immerhin. Was haben wir hier? Unbekanntes Objekt. So, nur kurz starten. Und direkt wieder. Na, wird doch langsam. Nur kurz starten. Oh oh. Gut. Sollte mir angewöhnen, über die Dinge hinweg zu schießen, anstatt drunter durch mit meinem Riesensegel, den ich da oben drauf habe. Wäre unten drunter durch sinnvoller. Wenn das jetzt einer ist. Ich dachte schon, hast du eine Sache drin? Und die Erdnusssteaks muss ich auch noch abliefern. Mäh. Ich muss die Dinger immer zerschießen. Ich möchte die nicht herumdümpeln haben. Jetzt wisst ihr auch, warum mein Mann mich Monk nennt. Autopilot Auch wenn eingeschaltet. die Schürfer dann irgendwie, und da sind so lauter kleine Elemente oder so, ich muss die immer wegmachen. Ordnung im All muss sein. Es geht nicht anders. Ordnung im All ist wichtig. So. Gut, dann. Autopilot Ach, das ist die ausgeschaltet. Handelsstation hier, ne? Nicht wahr? Orbital Logistik Dock. Sehr geil. Ich denke mal, ich werde noch einen weiteren Spielstand anfangen, so ein bisschen privat für mich zum Rumprobieren. Andockerlaubnis erteilt. In der Hoffnung, dass ich mich hier nicht so viel ablenken lasse, aber irgendwie sehe ich schwarz.
Wenn ich schon wieder diese zwei Schiffe da sehe, eins in Rot, eins in Blau, voll schick. Wenn man jetzt konservativ wäre, würde man sagen, ein Mädchen, ein Junge. Aber ich bin zum Beispiel auch... Also ich... Mein Leben lang fand ich Blau schöner wie Rot. Als Rot. Von immer. Aber früher war das tatsächlich so, dass ich dann nur rote und rosane Sachen bekommen habe. Gruselig. Blau, lila, türkis sind so schöne Farben. Oh. Erfolgreich angedockt. Oh, steh mal auf, Minna. Willkommen. Ja? Hi, bist du vielleicht? Oh. Die ist bestimmt teuer. Hallo. Fragen nach Jobangebot? Dafür werden Sie Ihr ganzes Können benötigen. Ernsthaft jetzt? Stelle auf einen Satellit an Zielposition. Dafür brauche ich mein ganzes Können. Respekt. Ein gewöhnlicher Satellit wird ausreichen. Zeitbegrenzung keine. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ja, ich hätte auch gerne auf Sie gezählt, aber nicht zu dem Preis, Knäfrau. Viel Glück da draußen. Ja, danke. Auf Wiedersehen. So, wir gehen noch mal kurz da gucken. Kann doch nicht sein, dass wir keinen gescheiten... Hallo. Hi. 13.000. Du bist ganz okay, aber du siehst diabolisch aus. Auf Wiedersehen. Bleibst du noch einen Moment hier stehen, bitte? Nur ganz kurz, ich komme sofort wieder, ich spür. Hallo. Hi. Nein. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Auf Wiedersehen. Ja. Dann muss ich leider, wenn die jetzt wegrennt. Mira. Hallo. Hi, Mira. Du bist jetzt Pilot. Danke, dass Sie mich eingestellt haben. Auf meiner Rapier. Ich freue mich wirklich sehr. Mhm. Bis dann, Mira. Ach so, jetzt haben wir wieder hier die falsche... Ja, schnelle Reise? Nehmen wir auch noch an. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ja, nu. Wir müssen gucken, ne? Agnostik? Was, die sollen wir alle abliefern? WTF. Na gut. Hätte ja sein können. Wir dürfen uns irgendwas davon behalten. Aber nein. Natürlich nicht. Ich vermisse so ein bisschen das Summen der Echsen. Hi. Du bist aber eine Hübsche. Du bist schick. Wieso finde ich denn sowas nicht mal für als Pilotin? Danke. Muss ich jetzt alles einzeln machen? Will ich? Danke für Ihre Hilfe. Kann ich die nicht anheuern? Die ist hübsch. Gute Arbeit. Individuum. Boah. Der Blick ist vernichtend. Das Individuum möchte nicht Rapier mit mir kooperieren. Hi, Mira. Guten Tag. Wow. Ja, bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Also die Arbeitsmoral hier, ich bin erschüttert. So, 118.000, was machen wir nun? Nichts Genaues wissen wir nicht. Missionsmanager. Vorbeugung, einfach schnelle Reise. Sie nicht entkommen. Auf aktiv setzen. Wo müssen wir da hin? Ah ja, nur eins weiter. Das ist okay. Ich würde sagen, das geht vielleicht noch. Aua. Entschuldigung. Ausgang wieder nicht gekriegt. Mensch. Was ist so schön. Ich bin echt begeistert. Autopilot. Und das meine ich todernst. Wie ich ja schon
in der Videovorstellung geschrieben habe, das wird, glaube ich, ein echt langes Projekt. Weil ich mir halt auch Zeit lasse. Ich bin jetzt wirklich nicht darauf aus, nächste Woche hier schon eine Fabrik stehen zu haben. Außer vielleicht die Metallgitterfabrik. Nein, ich meine, also nein. Nein. Gut. Hier müssen wir hin. Will ich hier direkt die... Ich mit Juan Obayashi. Andockerlaubnis erteilt. Oh, ich weiß ja heute, finde ich. Oder kriegt man da einfach einen Blick für nach einer Zeit? Weil gestern habe ich ja wirklich... Upsi. Brauche unbedingt einen Landecomputer. Ich sage euch. Aber eins nach dem anderen. Jetzt haben wir immerhin schon mal eine Pilotin. Und... Ja. Als nächstes kommt dann... Guten Tag. Hi Mira. Als nächstes kommt dann... Die anderen Sachen. Das Problem ist immer so, was hat Priorität, ne? Hi. Hallo. Kommen Sie doch an Bord. Rapier Airlines begrüßt Sie. Und Mira auch. Mira ist bestimmt ganz nett zu Ihnen mit dem dämonischen Blick. Auf jeden. Also ich habe das Gefühl, das Speichern geht ein bisschen zügiger als früher. So, wir warten mal auf den Kerl. Wir müssen doch jetzt gleich hierher watscheln, oder? Wie sie da drinnen sitzt. Ja klar, langweilig ruhig, Mira. Warum auch nicht? Guck mal, Ich hab dir Unterhaltung besorgt. Für kurze Zeit. Ich hoffe, der muss nicht weit. Ich bin an Bord Ihres Schiffs und startbereit. Ich hab's gemerkt. Was? Computronic Substratfabrik. Was ist das denn bitte für ein Name? Computronic Substratfabrik. Aber so. So blöd diese Missionen auch sein mögen, obwohl ich mache sie ja eigentlich echt gerne. Ich mache sie wirklich gerne. Hoppala. Kurzstreckentransporter. Was ist denn hier los? Zeig sie. Oh, der hat es erstmal ausfallen lassen. Gib es mir. Wartungsschiff. Der hat nichts fallen lassen. Wo sind die anderen? Oh. Es kann natürlich auch sein, dass das zu der Aufgabe von eben gehörte. Ist mir egal. Wir ballern jetzt hier erstmal ein paar weg. Oh ja. So schalten wir nämlich jetzt auch endlich mal ein paar Sachen frei zum Herstellen an der Werkbank. Wartungsschiff. So, den einen noch und dann. Kurzstreckentransport. Ist ja auch keiner mehr da und solange. Selbst wenn ein neuer aufblöppt, machen wir den jetzt nicht mehr. Lässt du noch was fallen? Nee. Okay, dann. Autopilot eingeschaltet. Ruf bloß noch ein. Da geht was. Ich mag die Musik. Selbst diese relativ aggressive Kampfmusik finde ich echt schick. Ui, der muss doch relativ weit. Wo ist das? Aber seht ihr, so, so entdeckt man halt auch ein bisschen was und, macht auch einiges frei.
Aber war das jetzt bei wie was? Moment. Ich muss gerade mal kurz was gucken. Also bei Segaris sind wir schon plus 10. Autopilot ausgeschaltet. Wir sind plus 10. Ah. Oh nee, kein Krieg erklären. Oh Gott, ich weiß, irgendwann drücke ich da drauf. Ja, wie nice ist das denn? Freunde! Wir können uns eine Beförderung abholen, eine fette Belohnung. So, wir schmeißen den aber jetzt erstmal hier raus. Boah, ich bin schon wieder. Ich will immer 20 Minuten und bin immer, wenn ich auf die Uhr gucke. Hoppala, hoppala, hopp. Wenn ich auf die Uhr gucke, sind es schon wieder 26 Minuten. Dieses Spiel ist in sowas. Also für 20 Minuten Videos ist dieses Spiel schlichtweg nicht gemacht. Oh. Wie war das mit dem Landecomputer? Aber hey. Wir kriegen das. Upsen. Das war ein wenig zu schwungvoll. So. Gute Arbeit. Danke. 189.000. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren bitte nicht vergessen, damit ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt, wenn ein neues Video hochgeladen wird oder ich mal streame. Im Moment geht Stream leider nicht mehr, das liegt aber nicht an mir und auch nicht daran, dass ich nicht möchte, sondern schlichtweg daran, dass Vodafone es nicht schafft, bei gebuchten 50 Mbit Upload mir ganze 3 zur Verfügung zu stellen zurzeit. Ja, das ist diese Problematik. Also von daher, aber nichtsdestotrotz, Glocke aktivieren, wenn sich das alles wieder geregelt hat. Oder auch, damit ihr über die neuen Videos informiert werdet. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei X4 Foundations Wiege der Menschheit. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Shazadi. Ciao, ciao.